Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Verquatscht. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit der lieben Moira vom Kinder- und Jungbeteiligungsbüro. Genau, und wir sprechen heute oder haben uns das Thema U16-Wahl, Europawahl zum Anlass genommen, um mit euch darüber zu quatschen. Ja, we do out, wie ist das wie zuvor, was geht ab? Jugendlicher am Start, jetzt geht's richtig ab. U16, das erste Mal dabei, ihre Stimmen zählen, wir sind endlich frei. Politik für die junge neue Perspektive. Mit 15 schon eine Meinung, das ist die Prämisse. Wählen für die Zukunft, unsere Welt von morgen. Hände in die Höhe, wir zeigen keine Sorgen. Hallo Moira. Ja, hi. Genau, ich bin Moira. Leon hat ja gerade schon gesagt, ich arbeite im Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro. Vielleicht sage ich nochmal ganz kurz, was das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro macht. Wir sitzen auch im Fair, also wenn ihr euch hinter der Küche verirrt, dann kommt ihr zu unseren Büros. Genau, und wir sind für alle Kinder und Jugendlichen in Marzahn-Hellersdorf theoretisch zuständig und kümmern uns um Themen, die mit Beteiligung zu tun haben, also Mitbestimmung, Kinderrechte und eben auch politische Bildung. Und da zählt das U16-Projekt dazu. Genau, U16. Warum U16? In den letzten Jahren waren es auch immer U18-Wahlen. Genau, das hängt damit zusammen, dass die U16-Wahl, also das U steht für unter, also unter 16. Genau, und die Wahl ist für Kinder, die unter 16 Jahre alt sind und quasi noch nicht wahlberechtigt sind für die reguläre Europawahl. Und für die Europawahl, die am 9. Juni stattfinden wird, genau, wurde das Wahlalter von 18 auf 16 heruntergesetzt. Dieses Jahr das erste Mal. Das heißt, es können auch ja schon Menschen ab 16 wählen gehen dieses Mal. Das heißt für euch, wenn ihr euch letzten Tag aufgeregt habt, dass ihr noch nicht wählen dürft, weil ihr noch nicht 18 seid und ihr aber dieses Jahr 16 seid, dann dürft ihr wählen. Ne, ihr müsstet bis mittlerweile auch schon eine Wahlbenachrichtigung nach Hause bekommen haben, wo dann draufsteht, wohin ihr müsst, was ihr alles mitbringen müsst, wann ihr, ne, von wann bis wann ihr wählen gehen könnt. Ne, guckt einfach drauf, vielleicht ist sogar das Fair euer Wahllokal dieses Jahr. Weiß man nicht. Aber wenn ihr die Möglichkeit nutzen möchtet, habt ihr dieses Jahr die Chance. Genau, und das ist ja, glaube ich, gerade für Europa immer ein bisschen schwierig, das so greifbar zu machen, weil Europa ja ist ein großer Kontinent, viele Länder sind vertreten und fragt man sich wahrscheinlich auch als junger Mensch häufig, okay, was macht Europa jetzt für mich? Warum ist es überhaupt sinnvoll zu wählen? Ja, und tatsächlich sind 80% der Gesetze, die am Ende in Deutschland gesetzt werden, sind, kommen ursprünglich aus der EU. Das finde ich eigentlich auch sehr interessant, dass die EU doch einen großen Einfluss auch hat. Und beispielsweise war es ein EU-Gesetz, dass jetzt dieses sogenannte Roaming in Europa gilt. Das heißt, egal in welchem Land der EU man sich aufhält, kann man überall sein Datenvolumen nutzen und im Internet sein. Oder dass es ja auch keine Grenzen gibt. Also wenn man jetzt von Berlin aus einfach nach Polen fährt, da gibt es ja keine Grenzkontrollen. Und das ist auch was, ja, was ein Verdienst der EU sozusagen ist. Auf jeden Fall. Ich habe mich dazu auch mal ein bisschen auseinandergesetzt, weil auch für mich so, ne, dass man einfach schwer greifbar ist manchmal. Was ist jetzt vom Bund aus oder was macht jetzt die EU und was kommt woher? Genau. Aber wenn man irgendwie denkt, hey, man möchte sich irgendwie engagieren damit, dann ist egal, ob Bundestagswahl oder Europawahl, die Stimme erstmal die erste Möglichkeit, um sich zu beteiligen an dem Prozess. Ja, und wenn man noch nicht so ganz genau weiß, welche Partei man wählen möchte, gibt es da auch im Internet tatsächlich ein paar Seiten, wo man das austesten kann. Ziemlich bekannt ist ja der Wahl-O-Mat. Genau, da kann man selbst dann anklicken bei verschiedenen Aussagen, stimmt man dem zu oder stimmt man dem nicht zu und dann wird im Grunde ausgerechnet, wie, ja, zu welcher Partei das am besten passt, die eigenen Aussagen. Genau, und was tatsächlich noch ein bisschen einfacher ist, finde ich, auch gerade für jüngere Menschen, weil es weniger Aussagen sind und die einfacher zu verstehen sind, ist der Sozial-O-Mat. Genau, da sind ein bisschen weniger Aussagen, aber es funktioniert vom Prinzip her ganz genauso und man bekommt am Ende ein Ergebnis, zu welcher Partei ja, man vielleicht sich ja, zugehörig fühlen könnte oder welche man vielleicht wählen könnte. Genau. Jetzt habt ihr ja schon hier im Bezirk Marzahn-Hellersdorf die U16-Wahl mit, ich sag mal, organisiert, sage ich mal, oder begleitet ihr die mit. Und ihr habt ja auch eine Abschlussveranstaltung jetzt diesen Freitag. Was macht ihr denn da? Was ist für eine Veranstaltung? Genau, die U16-Wahl ist dann jetzt quasi, die findet halt immer vor der regulären Wahl statt. Das heißt, die endet jetzt schon diesen Freitag. Bis dahin sammeln wir noch ganz viele Wahlstimmen von Kindern unter 16 halt
mit ein. Heute sind wir ja auch im Fair. genau, damit halt auch die Stimme von Kindern und Jugendlichen, die noch nicht wahlberechtigt sind, eben gehört wird. Und es wird zum Beispiel, die Wahlergebnisse werden dann am Freitag veröffentlicht, eben für Marzahn-Hellersdorf in der Jugendfreizeiteinrichtung Tresor. Die ist in Hellersdorf Nord. Die Tramstation ist, glaube ich, Michendorfer Straße. Und genau, da werden wir vor Ort sein. Es wird ja was zu essen geben. Wir werden grillen. Es wird ein Europa-Quiz geben. Die Senatorin kommt tatsächlich zu Besuch. Die Senatorin Frau Günther Wünsch. Genau. Und ja, da sind wir ganz gespannt, dann die Veröffentlichung der Ergebnisse live zu verfolgen. Und genau, wahrscheinlich werden die sogar bei Logo dann veröffentlicht. Oh, krass. Logo, für alle, die es nicht kennen, ist ein guter Nachrichtensender auf Kika. Genau. Ja, und ja, vielleicht nochmal, warum es auch wichtig ist, wählen zu gehen. Wenn man seine Stimme halt nicht benutzt, dann ja, haben halt andere Menschen, die eben doch wählen gehen, eine größere Macht. Ich finde immer ein ganz gutes Beispiel ist der Austritt von England aus der EU. Da wollten eigentlich die jungen Menschen wollten gar nicht aus der EU austreten, aber die sind halt leider nicht wählen gegangen. Und dementsprechend haben halt die älteren Menschen quasi entschieden. Und das hatte halt dann ja große Folgen. Dementsprechend ja, es ist einfach sehr wichtig, die Stimme zu nutzen und ja, sich damit zu beschäftigen. Auf jeden Fall. Nicht nur, wenn ihr irgendwie sagt, ihr seid unzufrieden oder auch vielleicht gerade dann. Dann ist es halt eure Chance, euch einzubringen in das Geschehen und eure Stimme, eure Macht, die ihr in dem Punkt habt, auch zu nutzen. Ne? Denn nur das große Ganze zählt, umso mehr Menschen wählen gehen, umso mehr Anteile können die Parteien auch bekommen. Ja, danke, Molga, dass du hier warst. Und geht wählen, Leute. Und wenn ihr Freitag nichts zu tun habt, dann geht doch gerne ins Tresor zur U16-Abschlussveranstaltung und gönnt euch eine leckere Bratwurst mit Mayo. Und genau, guckt euch die Wahlergebnisse an. Auf U18, und das ist jetzt U16.de? U18.org. Genau, auf U18.org könnt ihr euch auch übrigens noch bis Freitag angucken, wer U16 Wahllokal ist. Und ihr könnt auch dann dort die Stimmen sehen, nächste Woche, wenn die ausgezählt wurden. U16, wir sind bereit, unsere Stimmen stark, keine Kleinigkeit. Europa in unseren Händen, wir gestalten mit. Jugend am Start, das ist der Hit. Sagen wir sind zu jung, wir können nichts verstehen. Doch jetzt sind wir hier, wir lassen uns nicht übergehen. Klimawandel, Bildung, alles auf dem Zettel. U16 am Mikro, das ist unser Titel. Keine leeren Versprechen, wir wollen Taten sehen. Unsere Stimmen zählen, keiner bleibt ungesehen. Wir haben Vision, Ideen, wir sind laut. 2024, das Jahr, in dem man auf uns baut. U16, wir sind bereit, unsere Stimmen stark, keine Kleinigkeit. Europa in unseren Händen, wir gestalten mit. Jugend am Start, das ist der Hit. Von Berlin bis nach Paris, wir stehen zusammen. Jugendliche vereint, keiner bleibt gefangen. Unsere Stimmen zählen, wir sind nicht zu klein. Europaweit, so viel ist, das ist unser Verein. Das ist unser Verein.